So, damit grüße ich euch jetzt zu einem weiteren Kartenchaos. Diese Woche mit Valeras Back of Virgil's Belt. Zu gewinnen gibt es ein Classic Pack und ihr braucht keinen Deck erstellen, sondern ihr bekommt ein vorgefertigtes Deck, was nur aus Belts besteht. Und je nachdem, was ihr hier ausspielt, bekommt ihr halt quasi was anderes. Eine Freundesanfrage, Valera, nehme ich bitte mal an. Keine Ahnung, wer das ist. Watch your back. I always do. So, und was relativ praktisch ist, wir haben den Coin und dadurch haben wir auch einen zusätzlichen Minion quasi. Ja, ist jetzt natürlich nicht optimal hier. Mit der Flare, aber naja, was soll's. So, und den kann man übrigens hier auch irgendwie zünden, den Vulkan. Allerdings weiß ich noch nicht genau wie. Here we go. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass er hingeht und irgendein Spell spielt, statt einen Decker anzulegen und den wegzutraden. Und dann kann ich nämlich hingehen und mit Battle Rage erstmal zwei Minions nachziehen. Ja, natürlich geht er nicht hin und er lässt ihn liegen. Okay, das war jetzt äußerst schlecht von meinem Gegner gespielt. Den hat er besser getradet. Ja, schade, dass wir jetzt nicht 5 Mana haben. Dann könnten wir hier mit Holy Nova das ganze Board abräumen. Müssen wir wohl verschieben auf nächste Runde. Ja, natürlich den besten Out ever. Nein, 2. Here we go. Ja, ich bekomme hier aber auch nur schlechte Minions, habe ich das Gefühl. Erst in ein Sphera neben oben und keine Ahnung was. Na, er bekommt natürlich direkt einen 4-2er plus 4-1-1er. Geht jetzt aber Full Face und das ist natürlich wieder äußerst praktisch. So, am besten er spielt jetzt noch ein Spell aus und ich bekomme hier noch irgendeinen 2-Helfdiener aufs Board. Alternativ auch irgendeinen 3-Helfdiener. Okay, das war äußerst dumm von ihm. Wenn ich es jetzt so beurteilen sollte. Okay, no. Kann ich da nicht spielen? I wonder. Also, was können wir machen? Wir können für 2 Mana das spielen und dann aber nichts mehr für 3 Mana hinterher. Holy Nova hat sich jetzt relativ erledigt. Ja. So many options. Ich werde jetzt einmal den Vulkan ausspielen. Hoffen, dass meiner überlebt. Natürlich nicht.
bei 15 Schaden, die rausgehen. Relativ erwartungsgemäß, da war nicht überlebt. Wow, wir haben 4 Mana am nächsten Turn. Choose a friendly minion, sammeln eine Copy of it. Eigentlich eine relativ coole Karte, würde mal voraussetzen, dass dann auch irgendwas von mir auf dem Board liegt vorher. Okay, mein Gegner castet gerade nichts raus, das ist praktisch. Here we go. Ah, bin ich Brackle hinterher, aber mein Gegner kommt jetzt hier auch mal in 1-2. Schon mal voll okay. Ja, ich werde jetzt einfach hier mal einen 7er Spell rauscasten. So, next turn könnten wir hier Spike Bridge Sieg. Give a minion 2-6 and taunt when it dies, summon a Stegodon. Hört sich eigentlich relativ cool an. Recycle hätten wir hier, Molten Reflection. Okay, wird natürlich direkt gepolymorpht, was auch sonst. Ist aber auch relativ praktisch, dass er jetzt 5-3 haben will, ich kann mir einfach hingehen und die nächsten Arcane-Missile rausballern. Ja, und damit, wenn er den jetzt nicht removen kann, können wir einfach PO draufkasten und haben gewonnen. Relativ praktisch. Everyone has a price. Okay. Kann man mal machen. Oh, die Wolf. Und wir bekommen Reno Jackson. Aber selbst der reicht aus mit dem Stegodon-Buff. Oha. Jo, das ist ja wohl most epic hier. Kommt Mogo raus und haut mir den 10er in einen anderen Minion rein. Was macht er? Er crusht den jetzt weg. Okay, das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Der wäre nämlich sowieso gestorben im nächsten Turn. This guy's toast. Okay, Shadow Form hier. Nee, also das war jetzt, naja. Da sagen wir nichts zu. Hat keiner gesehen. Damals geschafft. Ein Pack. Aber grundsätzlich echt ein cooles Kartenkurs, muss ich sagen. Macht auf jeden Fall Spaß. Ist natürlich ein bisschen, ja, random, sag ich mal, ne? Also je nachdem, welche Minions ihr rausbekommt, je nachdem auch, ob ihr den Coin in der Starthand habt, auch das kann schon
teilweise eine Rolle spielen. Double Rare hier in dem Pack, auch relativ nice. Crazed Alchemist und Ravenhold Assassine. Ja, Silvermoon Guardian Blessing of Wisdom, Forked Lightning, eher nicht so nice, aber hier immerhin zwei Rare-Karten, die wir entzaubern können, mit dabei. Und ja, wir sehen können, ich habe noch einiges an Staub, ich habe mir noch keine neuen Karten gecraftet. Und ja, hängt damit zusammen, dass ich momentan halt echt wenig Zeit habe. Aber auch zum anderen habe ich mich momentan echt wenig bisher befasst mit den neuen Karten, die es da so gibt. Und mit den neuen Decks vor allem halt auch, die es gibt. Und ja, wenn ihr irgendein Favorite Deck habt schon mittlerweile aus dem neuen Ungoro Set, dann lasst es mich gerne in den Comments wissen. Sagt mir mal, also was ich halt relativ interessant finde, um ehrlich zu sein, ist der Priester. Müsste ich sowieso mal ein bisschen weitermachen hier. Und ja. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns, hören uns in der nächsten Woche wieder, hoffe ich. Bis dahin, euer Marc, auf Wiedersehen und ciao.